Servus. Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Zagos Rust Guide. Ja, Leute, die nächsten 2-3 Folgen beschäftigen wir uns mit der Fortbewegung in Rust. Ja, einmal zu Fuß, wo? Alles gut, ihr könnt springen, crouchen, was man halt so kann. Die andere Sache ist Pferde. Pferde mit Sattel stehen einfach irgendwo rum, wenn ihr rumlauft. Ihr müsst nichts machen, ihr könnt direkt hingehen, aufsitzen. Jetzt seht ihr unten rechts über unserer Gesundheit diesen gelben Balken mit diesem Blitz. Das ist quasi die Ausdaueranzeige eines Pferdes. Ja, Reiten, W, D, A, ganz normal, Sprinttaste, um zu galoppieren. Pferde sind super, wie ihr seht. Pferde sind aber auch extrem nervig, wenn es ins Gelände geht. Hier so ebene Flächen, super, auch auf Straßen, ja. Recht zügig könnt ihr lang smashen. Guck mal, hier sehen wir schon einen Ballon, so stark, können wir uns mal merken. Wo Pferde Probleme haben, ist bei sowas. Vielleicht haben sie es ja gefixt. Ihr seht, das Pferd verweigert einfach. Es bleibt einfach stehen, es kann nicht so eine kleine Stufe runter. Ja, manchmal habt ihr ein bisschen Glück, wenn es so eine ganz klitzekleine ist, dass es doch mal runter geht, aber irgendwie jetzt... Ja, hier. Ja, es ist schon ein bisschen besser. Es war noch schlimmer am Anfang. Aber für Straßen, um Strecke zu machen, super. Aber ihr seht, selbst hier jetzt packt es rum. Da ist es mal rübergegangen. Also, ja. Wie gesagt, wenn ihr Straßen entlang reiten wollt oder ihr habt echt eine Wüste irgendwo, ebene Fläche, saustark. Gut, wenn ihr stehen bleibt, seht ihr, geht die Anzeige wieder hoch. Ansonsten könnt ihr dem das Pferd auch Futter geben. Ihr könnt das auf verschiedene Arten tun. Ihr könnt einfach... Ja, ist auch gut. Einfach was hinschmeißen, das Pferd frisst das. Ansonsten könnt ihr auch euch an eurer Base so einen Futtertrog bauen. Da könnt ihr dann einfach was reinlegen. Und ihr seht, der Balken ist ein bisschen gewachsen. Wir können ja mal hier hinreiten. Na, no, gönn dir mal. Leckerchen. Jetzt warten wir mal kurz, dann seht ihr gleich, dass der Balken halt voller wird. Ansonsten haben Pferde natürlich auch eine Haltbarkeit, oder sag ich mal, eine Hitpoints. Also ihr könnt die Pferde auch töten. Was noch ganz interessant ist, könnt natürlich auch reiten. Ihr seht, jetzt ist es voll, das Pferd, von der Stamina-Anzeige. Jetzt kann ich natürlich viel länger im Galopp reiten und ihr seht, ich kann halt in die Richtung reiten, in die Richtung gucken und auch schießen, ja. Ich kann also vom Pferd aus, wenn ich das will, kämpfen. Gar kein Problem. Aber ihr seht halt auch manchmal die... Hier. Das ist so ein kleiner Anhang, dann bleibt es einmal kurz stehen. Jetzt hier so Dinge hast hier. Da geht gar nichts. Also man muss schon gucken, ja. Oder ja gut. Oh, das wundert mich ja, dass es jetzt hier runtergegangen ist. Und jetzt haben wir es festgebackt wahrscheinlich. Was hier nicht mal hochkommt. Ja. So stark. Da seht ihr halt auch. Super, dass das gerade so funktioniert. Gucken wir, ob ich hier vielleicht, da komme ich vielleicht nochmal hoch. Aber er geht noch nicht mal diese Stufe hier runter. Ihr seht es, das Pferd ist weg. Das Pferd ist weggebackt.
Oh, jetzt bist du von alleine da hingegangen, okay. Vielleicht kommen wir jetzt doch noch hier hoch. Oh! So stark. Aber schön, dass das so geklappt hat. Ihr seht also die Stärken und Schwächen auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es natürlich super, super schnell, um mal über die Map zu flitzen, irgendwo hinzukommen. Genau sowas habe ich gesucht. Ein Minikopter. Ja, es gibt verschiedene Pferde, also verschiedene Aussehen. Ja, wie gesagt, nichts Wildes, nichts Schwieriges an dem Pferd. Wichtig ist, ihr müsst es füttern. Auch wenn es verletzt ist, wenn ihr es jetzt, jetzt weniger Hitpoints hat, gebt ihm einfach was zu fressen und es heilt sich von alleine. Ihr könnt es bei euch an der Base hinstellen, ihr könnt es nicht irgendwie sichern. Ja? Das kann jeder, der vorbeikommt, das Pferd nehmen und abhauen. Ihr könnt es natürlich einzäunen, wenn ihr irgendwie Steinmauern oder Holzwände oder sowas habt. Aber das war es auch. Ja, das ist ein sehr gutes Fortbewegungsmittel für alle, die damit nicht klarkommen. Den zeige ich euch jetzt in der nächsten Folge. In diesem Sinne, bedanke mich fürs Zusehen. Kleiner Einblick zum Pferd, da ist nichts Wildes bei. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.